19 Uhr pünktlich zur Primetime. Einen wunderschönen guten Abend zu einem neuen Live-Talk von der Community, die digitale Apotheke. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Steffen Kunert, aber ich glaube, alle, die so in der Community unterwegs sind, kennen mich. Und ich glaube, den Marius muss man auch gar nicht mehr großartig vorstellen, weil wenn man so in unsere Live-Talk-Historie reinguckt, sieht man den Marius Holzbart auch immer wieder. Ich weiß es nicht genau, ob es am Marius liegt oder daran, dass Apotune halt auch immer wieder neue Produkte mitbringt. Und ein spannendes Produkt dürfen wir uns heute einmal vorstellen lassen. Ich bin vor ein paar Wochen über das Produkt selber gestolpert und dachte, okay, das klingt mega. Mittlerweile liest man es auch immer wieder in der pharmazeutischen Zeitung, bei Apotheke ad hoc, bei der DAZ und überall in unserer Fachpresse sind schon Berichte aufgetreten. Und worum geht es überhaupt? Um Prozessoptimierung. Emma, Prozessoptimierung. Und bevor ich ich sag mal, schon zu viel vorwegnehme, haben wir uns darauf geeinigt, lieber Marius, dass du uns erstmal vorstellst, worum geht's denn überhaupt bei Emma? Was kann man denn überhaupt mit so einem Tool machen? Weil ansonsten habe ich wahrscheinlich viele Fragen dir schon vorweggenommen und wir machen so ein bisschen Folienklicken. Also von daher lehnen wir uns erstmal alle zurück. Du darfst natürlich noch ein paar Sätze gerne zu dir sagen, Marius. Und dann gehört die Bühne erstmal dir und ich komme dann nach deiner kurzen ersten Vorstellung mal mit den ersten Fragen auch zurück. Das heißt, ich beobachte hier auch schön den Chat. Nutzt gerne, die zuhören, auch den Chat oder vielmehr das Fragetool, was wir hier haben. Ich gucke auf beides. Das ist bei dem Tool so ein bisschen kompliziert, weil man kann auf zwei Ebenen Fragen stellen. Ich schreibe das Ganze mit. Wir gehen meistens aus so einem Live-Talk nicht ohne unbeantwortete Fragen raus. Also stell dich drauf ein, Marius, es könnte länger werden. Auch wenn du im Hotel bist, habe ich gehört, und gerne gleich auch wieder auf eine Veranstaltung noch weiterziehen möchtest, aber das kriegen wir schon noch hin. Die Bühne gehört dir. Ich bin jetzt erstmal ruhig und ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, uns allen in der Community das spannende Thema einmal vorzustellen, noch vor der Messe, was ja auch vielleicht für den einen oder anderen spannend ist, um mal zu überlegen, lohnt es sich dann auch bei Apotune an der am Messestand auf der Expo Farm vorbeizukommen. Also, leg los. Ja, danke für die Anmoderation, Steffen. Schönen guten Abend in die Runde auch von meiner Seite. Für die, die mich vielleicht tatsächlich noch nicht kennen, bin Marius Holzmann, einer der 3 Gesellschafter und Geschäftsführer bei Apotune, bin bei uns so ein bisschen der Kopf hinter dem Produkt und auch das Gesicht zum Produkt nach draußen. Bin Sohn einer Apothekerfamilie, da habe ich mein Apotheken-Know-how her und habe selber aber Informatik studiert und wollte ursprünglich gar nichts mit Apotheke machen. Und heute habe ich ein sehr spannendes Thema bei, über das ich auch selber erst in diesem Jahr gestolpert bin, was mich total fasziniert hat, total begeistert hat. Und das Produkt nennt sich Emma, kommt nicht von uns, also ist nicht unsere Erfindung, nicht, dass das irgendwie falsch verstanden wird, ist ein fertiges Produkt von dem Hersteller Bianco aus Darmstadt und ich teile jetzt mal meinen Bildschirm, damit wir uns das Ganze etwas thematisch anschauen können. Sehen alle die Präsentation? Ich hoffe doch. Da mache ich doch nochmal Mikro an, ja. Also super, cool. Schärfer als mein Bild sehe ich, also leg los. Okay. Ja, es geht um die Entlastung des gesamten Teams durch Prozessautomatisierung mit dem Produkt Emma, der Firma Bianco OTT Robotics aus Darmstadt. Und der Hersteller bewirbt Emma als kognitive KI. Wenn man sich das Tool genauer anschaut, stellt man schnell fest, es passt in die Kategorie der RPA-Tools, was für Robotic Process Automation steht. Und mit RPA-Tools geht es darum, Prozesse in der Apotheke, im Geschäft zu automatisieren. Und zwar möglichst ganze Geschäftsprozesse, nicht nur einzelne kleine Teile, sondern wirklich den gesamten Geschäftsprozess zu automatisieren, dass man die Mitarbeiter um diesen Prozess entlasten kann. Und das lohnt sich immer genau da, wo Prozesse ja sehr manuell aufwendig sind, hoch repetitiv sind, also immer wieder vorkommen, sehr häufig gemacht werden müssen oder besonders zeitintensiv sind, weil man sagt, boah, da muss ich jedes Mal eine Stunde lang klicken, um das Ganze fertig zu kriegen. Oder es sind auch fehleranfällige Prozesse gemeint, wo man eben vielleicht irgendwann die Konzentration verliert oder Zahlen vergleichen muss, wo man sehr genau hingucken muss, dass man nicht um eine Kommastelle verrutscht. Also all solche Prozesse, die
Viel Zeit, Kosten standardisiert, ablaufen immer nach dem gleichen Schema, lassen sich mit RPA-Tools automatisieren. Die Ziele sind eigentlich auf der Hand. Klar, man möchte seine eigenen Kosten reduzieren, man möchte Qualität steigern. Der Vorteil ist, dass diese Tools immer wieder gleich arbeiten, einheitlich arbeiten und dauerhaft funktionieren und dabei keine Qualitätsverluste haben, irgendwie durch Konzentrationsschwächen etc. Man erhöht die Zuverlässigkeit, weil ein Tool wie Emma 365 Tage im Jahr 24/7 arbeitet und den PC bedienen und klicken kann, sodass man halt keine Schwankungen hat, wie man es durch Mitarbeiter hat, Urlaubszeiten, Krankheitstage etc. Prozesse, die ich auf RPA-Tools auslagern kann, funktionieren einfach immer und konstant. Ja, und nebenbei schafft man auch eine Prozessgeschwindigkeit zu optimieren, weil in der Regel diese Tools schneller und effektiver arbeiten können, als wir Menschen es tun, weil wir doch immer irgendwann ermüden und langsamer werden. Und nebenbei der schöne Effekt ist, dass ich auch die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhe, weil ich natürlich genau Aufgaben von ihnen wegnehme, die gar nicht so attraktiv sind. Vielleicht schauen wir uns mal an, wie so ein RPA-Tool oder im Speziellen vor allem Emma funktioniert. Der Hersteller bezeichnet es als kognitive KI, also so ein bisschen menschliche Sinne werden da angesprochen. Und Emma arbeitet so, dass sie auf dem Bildschirm Dinge wahrnehmen und erkennen kann. Also sie sieht den Bildschirm und kann auf dem Bildschirm Dinge erkennen. Texte, Logos, Grafiken, Symbole, was auch immer. Also sie kann auf dem Bildschirm Dinge wahrnehmen und auf Basis dieser Dinge, die sie wahrnimmt, dann Bereiche des Bildschirms auch auslesen. Das kann ein kleines Eingabefeld sein, das kann der ganze Bildschirm sein. Emma kann sich Textinformationen, die auf dem Bildschirm stehen, zu eigen machen und lesen. Und dann auf Basis der Dinge, die sie bis dahin wahrgenommen hat, also Dinge, die sie erkannt hat und gelesen hat, Entscheidungen treffen. Das ist quasi ein Regelwerk, ähnlich wie eine Wenn-Dann-Formel in Excel, ja, wo man sagt, hey, wenn du das gelesen hast, mach das. Und mit mach das ist quasi Handeln gemeint, also das, was wir Menschen an einem Computer auch tun. Wenn wir jetzt einem Menschen erklären würden, was er machen soll, würden wir auch sagen, hey, dann klickst du hier hin, scrollst runter, tippst das und das ein. Also Emma kann einen Computer bedienen wie ein Mensch und sie klickt, scrollt, tippt, startet Programme, öffnet Dateien und ganz wichtig, sie wartet. Ja, also Dinge, die, das wird einem erst klar, wenn man mal drüber nachdenkt und so einen Prozess beschreibt, den muss man nämlich für Emma extrem kleinteilig und Schritt für Schritt erklären, für Dummies. Ja, also wirklich für jemanden, der noch nie das Programm, den PC, bedient hat und keine Vorkenntnisse hat. Und dabei kann man halt alle Fähigkeiten, die Emma hat, sehen, tippen, schreiben und so weiter, kombinieren. Und daraus ergibt sich dann die Prozessbeschreibung, die Prozessanleitung. Und ich war tatsächlich, als ich angefangen habe, mit Emma zu arbeiten bei den Trainings, erst einmal so ziemlich verdutzt, wie viel man auch als Mensch schon so unterbewusst macht, wenn man den PC bedient. Also allein das Thema, nehmen wir mal als Beispiel, wir öffnen Google Chrome und wollen die Seite vom Online-Banking öffnen. So, was machen wir? Wir machen einen Klick auf das Symbol von Google auf dem Desktop. Aber wir klicken nicht einmal, wir klicken zweimal. Muss ich einmal sagen. Also wir machen Doppelklick, mach keinen Einzelklick. Das sind Unterscheidungen, die ich in der Prozessbeschreibung machen muss. Und wenn wir dann auf die Seite von der Bank gehen wollen, was machen wir da? Wir tippen natürlich nicht direkt die Adresse der Bank ein, sondern wir warten erstmal, bis das Fenster auf ist. Also solche Dinge, dass man eben wartet nach einem Doppelklick auf etwas, was passiert. Wir wissen oder haben das im Kopf so drin, wir warten darauf, dass Google aufgeht, um dann zu tippen. Das müssen wir Emma erst erklären. Wir müssen ihr sagen, was sie tun soll und was sie zu erwarten hat nach dem Doppelklick. Weil das kann sie vorher ja nicht wissen. Also sieht so ein Prozessdiagramm beispielsweise so aus, wie man es hier erahnen kann. Ich hoffe, dass das von der Bildqualität lesbar ist, aber ich lese es auch vor. Sowas wie, finde das Google Chrome-Icon auf dem Bildschirm, mache einen Doppelklick drauf, warte, bis das Fenster offen ist, tippe die URL der Webseite ein, finde auf der Webseite Eingabefelder für Benutzername und Passwort, tippe die Zugangsdaten ein und drücke Enter. Wenn man eingeloggt ist, finde das Wort Umsätze, klick drauf, finde den Download-Button und klick drauf
Und wenn das runtergeladen ist, öffne die CSV-Datei, die dabei runtergeladen ist. Und jetzt lauf diese CSV-Datei als Schleife je Zeile für Zeile durch und prüfe, ist der Umsatz positiv. Und wenn man den Prozess zu Ende denkt, könnte man sagen, okay, immer wenn du eine Zeile findest, wo es ein Geldeingang ist, dann öffne doch mit einem Klick das Warenwirtschaftsmodul Faktura, geh dort rein, guck, gibt es eine offene Rechnung, passend zu dem Geldbetrag und setz die auf Bezahlung. Das wäre ein Prozess, den man sich zu Ende denken könnte, der mit jeder Warenwirtschaft auch so umzusetzen wäre und mit jedem Online-Banking-Tool. Also so kleinschrittig muss man sich das Ganze vorstellen, wie ich es hier am Anfang gemacht habe. Am Ende bin ich ein bisschen schwammiger geworden, ne? Da wollte ich einfach zeigen, wohin geht die Reise. Ja, und da ist halt wichtig zu gucken, was lässt sich überhaupt alles automatisieren, weil das klingt erstmal relativ mächtig. Und es ist tatsächlich auch so mächtig, denn es lassen sich alle Prozesse automatisieren, die man einem Menschen ohne Vorkenntnisse am PC erklären kann und bei dem alle Informationen zur Bearbeitung digital vorliegen. Diese Einschränkung ist wichtig, ist auch eigentlich offensichtlich, aber klar kann Emma nicht einen Zettel, der auf dem Tisch liegt, in die Warenwirtschaft abtippen, weil sie den Zettel nicht sieht. Ja, also das ist etwas, es müssen alle Informationen digital vorhanden sein. Ich brauche also eine E-Mail, die sie interpretieren soll, was sie damit machen soll und so weiter. Das geht, da sind Informationen digital vorhanden. Da kann sie, ich sag mal, agieren wie ein Mensch. Sie kann aus einer Software Daten abrufen und sie in die andere Software abtippen und all sowas. Das ist machbar, aber sie braucht die Informationen digital. Naja, und wenn man dann überlegt, welche Prozesse sollte man überhaupt automatisieren, was kommt da in der Apotheke in Frage? Der Hersteller wirbt mit dem Slogan If you hate it, automate it. Und das passt eigentlich auch sehr gut auf Prozesse, die man sehr häufig macht, die einen nerven, weil man sie andauernd wiederholen muss. Prozesse, die fehleranfällig sind, macht man eigentlich auch nicht gerne, weil man mal weiß, muss ich mich hier unendlich konzentrieren. Und es gibt auch sonst natürlich Prozesse, die man einfach nicht mag, weil sie einem langweilig sind oder weil man sie blöd findet oder wie auch immer. Da muss man dann gucken, ist es eine wirtschaftliche Entscheidung, den Prozess zu automatisieren oder ist es eine Entscheidung für den eigenen Seelenfrieden, weil man sagt, hey, dann kriege ich was, was ich überhaupt nicht mag, einfach weg. Das ist es mir wert. Wenn man über die Wirtschaftlichkeit nachdenkt, dann gibt es hier zur Orientierung mal eine ganz coole Tabelle, wo man sich zum einen fragt, hey, wie oft erledige ich denn eine Aufgabe überhaupt? Also um die es geht, ist das eher so 50 Mal am Tag, 5 Mal am Tag? Täglich, wöchentlich, monatlich, jährlich. Und wenn ich die Aufgabe mache, wie lange brauche ich für die Erledigung und für die Bearbeitung dieser Aufgabe? Brauche ich eher 5 Sekunden oder brauche ich eher 5 Minuten oder vielleicht sogar eine halbe Stunde oder Stunde? Und wenn ich den Prozess grob in dieses Fenster eingrenzen kann, dann kann ich mir hier in der Mitte anschauen, wie viel Zeit ich mit der Automatisierung des Prozesses mich beschäftigen kann, damit sich das gesehen auf 5 Jahre gescheit rechnet. Also damit sich das wirklich lohnt. Ja, und da sind natürlich genau die Prozesse, die hier so in der Achse und darunter liegen, also hier im unteren Bereich, die Prozesse, die es zu identifizieren gilt. Ja, also es gilt eben zu gucken, im Idealfall finde ich einen Prozess, den ich 5 Mal am Tag 30 Minuten lang mache. Das wäre ideal, wenn ich so einen Prozess hätte und könnte den automatisieren. Dann dürfte ich ein halbes Jahr nur mit der Automatisierung dieses Prozesses verbringen, damit sich das immer noch lohnt, sozusagen. Also eigentlich eine ganz übersichtliche Geschichte. Ja, was können Beispiele sein? Eins habe ich schon getriggert, gerade am Anfang an dem Beispieldiagramm, zum Beispiel offene Rechnungen auf bezahlt setzen. Das wäre ein Beispiel, was man machen kann. Zweites Thema, auch sehr spannend, ist die Stammdatenpflege von Kunden in der Warenwirtschaft. Wie geht das? Was müsste Emma dafür tun? Sie könnte sich über das Auswertungsmodul, Berichtswesen oder wie es auch immer in der Warenwirtschaft heißt, eine Liste aller Stammkunden ziehen und diese als CSV auf der Festplatte speichern. Dann könnte sie die CSV nehmen, Zeile für Zeile durcharbeiten, immer nur die Kundennummer nehmen und in der Kundenverwaltung der Warenwirtschaft nach Kunde für Kunde suchen. Als erstes prüft sie dann, hey, ist die Anrede gepflegt? Wenn nein, nimmt sie den Vornamen, öffnet eine Internetseite und tippt dort den Vornamen ein, was weiß ich, Geschlechtersuche oder wie auch immer die Seiten heißen,
und sagt, hey, zu dem Vornamen, welches Geschlecht ist das? Ist das Frau oder Mann? Lege ich die Anrede. Kann sie prüfen lassen, ob die Telefonnummern alle sauber gepflegt sind. Ist da überall ein +49, eine Vorwahl und eine Durchwahl gepflegt? Wenn nicht, könnte ich sie sauber pflegen lassen, damit das einmal sauber und einheitlich ist. Sie könnte prüfen, steht im Festnetznummernfeld der Warenwirtschaft vielleicht auch eine Mobilfunknummer? Und wenn ja, dann könnte ich die rübernehmen und kopieren ins Mobilfunknummernfeld. Oder Sie können die Postleitzahl prüfen, indem Sie Straße, Hausnummer und Ort, hier ist ein Druckfehler auf der Folie, nimmt und das bei der Postleitzahlensuche der Post auf der Internetseite einträgt und sich die entsprechende Postleitzahl ausgeben lässt. Das wären alles Dinge, die man zum Beispiel mit einer Emma machen kann, um Kundenstammdaten zu bereinigen, sauber zu machen. Man könnte auch prüfen, steht in dem und dem Feld irgendwas drin, was keinen Sinn ergibt und solche Dinge, dann bereinige das. Sind da Sonderzeichen drin, die da nicht hingehören? Manche schreiben ja auch ins Faxnummernfeld einen ganzen Lieferhinweis rein oder solche Dinge, weil das auch im Bon irgendwie besser aussieht oder so. Da haben wir schon einiges gefunden. Emma könnte Tagesabschlüsse an den Steuerberater senden. Tagesabschluss in der WAVI erstellen, PDF drucken, per Mail oder Dativ-Unternehmen online ans Steuerbüro schicken. Defekte auf Verfügbarkeit prüfen, war, glaube ich, auch der Artikel in der Apotheke ad hoc. Emma könnte einfach alle 30 Minuten ins WAVI-Modul gehen, Defektliste aufrufen, die Verfügbarkeit der Artikel beim Großhandel prüfen oder auch beim Direktlieferanten und entsprechend gewisser Regeln Ware nachbestellen, damit man einfach immer Echtzeit und schnell und häufig am Tag die Verfügbarkeiten abprüft. Ganz spannendes Thema zusammen mit unserem Partner Permanent Marketing wäre automatisiertes Marketing. Also täglich Auswertungen aus der Warenwirtschaft zu ziehen zu bestimmten Zielgruppen. Also wirklich sehr differenzierte Auswertungen, 30, 40 Stück am Tag. Sowas wie liste mir alle Abverkäufe von Antibiotika heute auf und die Kundennummern dazu. Oder alle Abverkäufe zum Thema Blutdruck und alle Abverkäufe zum Thema Milchpumpe ausgeliehen und so weiter. Dadurch kann ich ja Kunden klassifizieren anhand ihrer Abverkäufe und kann dann hingehen und die gezielt über das Marketing-Tool von Permanent mit einer Kampagne anschreiben lassen, aber genau zu ihren Themen. Sowas wie, hey, nach 3 Tagen automatisch eine Mail verschicken beim Antibiotikumsverkauf, geht's Ihnen schon besser? Mit ein bisschen Content dazu und einfach mal fragen, wie es dem Kunden geht. Nach 10 oder 14 Tagen nach dem Antibiotikum ist vor dem Probiotikum, um Probiotikum zu bewerben. Blutdruck, regelmäßig Tipps und Tricks zum Umgang mit Blutdruck, Ernährungstipps, Nahrungsergänzungstipps, Sporttipps, Bewegungstipps, was auch immer. Blutdruckpatienten mit Informationen zu ihrem Symptom sozusagen gezielt bewerben. Nicht den flächendeckenden Newsletter, wo irgendwas drinsteht, wo ich als Nicht-Blutdruckkunde denke, was soll ich mit der Info? Also einfach sehr zielgerichtetes Marketing und das kann man halt sehr gut machen, wenn man die Auswertung aus der WAVI zieht und die Daten dann ins Marketing-Tool übernehmen lässt. Könnte ein Prozess von Emma mit jeder Warenwirtschaft sein. Oder eben auch sowas wie Lieferscheine und Rechnungen archivieren lassen, indem man einfach ins Online-Portal des Großhandels oder beliebiger Lieferanten geht, sich dort einloggt, Lieferscheine, Rechnungen runterlädt und in ein DMS-System, Dokumentmanagement, Elo, Apotheon Paperfree, Brasi, Datev-Unternehmen online überträgt und dort archivieren lässt, sozusagen. Ja, das wären Möglichkeiten, die man machen könnte. Das wäre etwas, was alles so geht. Nur ein ganz paar Beispiele von sicherlich mehr, es gibt sicherlich mehr als 100, 200 Dinge, die man in Apotheken komplett automatisieren kann. Das sprengt den Rahmen. Ich wollte einfach nur mal so ein paar Beispiele aufzeigen, was man halt machen kann. Ja, und vielleicht schauen wir erstmal, ob es ein paar Fragen gibt, bevor ich zeige, wie Emma so etwas dann auch beispielsweise einfach macht. Ich minimiere mal einmal das Bild, damit ich hier in einem Lieben Meeting bin Dank und das mal sehen kann. bisher. Achso, okay. Danke, So. Mario, bis hierhin. Eine Frage, also ich hab etliche Dinge mit aufgeschrieben. Ah, jetzt kommt noch ein bisschen mehr. Also eine Frage kam relativ schnell. Wie kann Emma erkennen, welches Eingabefeld in einer Windows-Anwendung angezeigt wird? Also du hattest ja da ein Beispiel entsprechend genannt. Also woher weiß Emma,
welches Feld das richtige ist. Ja, weil ich ihr das beibringe. Ich muss es ihr erklären, wie ich es Menschen auch erklären müsste, der noch nie einen PC bedient hat, indem ich sage, hey, wenn du hier ein Feld siehst, vor dem Vorname steht, dann trägst du in das Feld den Vornamen ein. Und wenn das nächste Feld, wenn der Nachname vorsteht, dann trägst du deinen Nachnamen ein, sozusagen. Ja, also es ist wirklich ein sehr detailliertes Erklären, also ein Schritt für Schritt. Ich muss ihr die Felder zeigen, beibringen, wie sehen die aus, was steht davor. Woran erkennst du das Feld für den Vornamen, so wie ich es einem Menschen auch erklären müsste? Und dann kann derjenige damit umgehen. Vorteil ist, habe ich es ihr einmal erklärt, hat sie es gleich verstanden und behält es auch. Das heißt, Emma würde das Feld auch erkennen, wenn die Bank, welche auch immer, auf die Idee kommt, das Feld auf einmal woanders zu platzieren, Genau. weil Emma tatsächlich die Webseite auf eine andere Art und Weise sieht, als wir die sehen. Oder kannst du erklären, wie das technisch funktioniert? Wie wird das Tatsächlich überhaupt? ist es eine Bild- oder Mustererkennung. Also sie Okay. würde entweder nach der Kombination eines Eingabefeldrahmens mit dem Wort Vornamen davor suchen. Wenn dann natürlich die Bank hingeht und ändert das komplett und macht da First Name raus, dann wird Klar, Emma das Feld nicht finden. Dann ja. bleibt sie stehen, aber das müsste ich halt jemandem, der das nicht übersetzen kann, auch erklären und müsste dann nachbessern. Ja? Also dann müsste ich an solchen Stellen Prozesse nachbessern, ist aber auch etwas, was natürlich bei der Bedienung von Software sich nicht täglich ändert. Also die Anordnung der Schaltflächen ja, aber Benennungen oder Optik der Flächen ändern sich ja nicht. Ne? War auch wirklich nur, aber du hast einen Punkt, der mir Ja. durch den Kopf ging, in deinem Prozess stand, finde das Google Chrome-Icon. Also erkennt Emma tatsächlich das Icon anhand des Bildes oder weil da Google Chrome drunter steht, weil bei mir in den Apotheken denken sich die PKAs, PTAs, Apotheker immer witzige Namen für irgendwelche Icons aus. Also Google Chrome steht da, glaube ich, nicht. Ich weiß nicht, was bei uns steht. Nee, Aber genau. Man kann sowohl als auch, also Emma kann Texte erkennen, Emma kann Grafiken und Symbole erkennen. okay. Technologisch werden da sogenannte Shapes raus erzeugt. Also sie versucht Umrisse zu erkennen, damit auch wenn sich im Google-Icon mal aus einem blauen Balken ein grüner Balken wird, Google spielt ja auch gerne mit Farben sozusagen, dann würde Emma immer noch das Logo an sich erkennen und die Farbe dabei gar nicht berücksichtigen sozusagen. Also da ist sie relativ robust und intelligent, wie wir es als Mensch auch erkennen würden. Wir würden jetzt auch Google wiedererkennen, selbst wenn das Blau 3 Millimeter weiter nach rechts rutscht oder nach links. Und Weil das ist Google halt wahrscheinlich auch immer. der Unterschied dann, wenn ich da direkt reingrätschen kann zu, ich sag mal, Makrorekordern und anderen Dingen, wo man eher relativ statisch immer sagt, klick da, also an bestimmte Positionen, mach dieses, mach jenes, weil Emma hier schon tatsächlich diese Erkennungsmerkmale mitbringt und Dinge halt suchen kann oder suchen und Genau. finden kann. Sowas wie ein Makrorekorder ist ja tatsächlich auch, gehört auch in den Bereich der RPA-Tools, muss man schon sagen. Man muss einfach bei Emma sehen, dass da unheimlich hochwertige Technologien drin sind, auch was die Grafikerkennung, Texterkennung und so weiter anbelangt, diese Shape-Geschichte, Mustererkennung sozusagen. Da sind relativ hochwertige Komponenten drin, die es einfach ermöglichen, wesentlich fehlerfreier und robuster solche Prozesse aufzusetzen. Aber von der Sache her ist es schon so, hey, du liest da links Vorname, dann klickt 60 Pixel weiter rechts in so ein Feld oder sowas. Also das geht schon in die, es sind schon Okay. ähnliche Ansätze dabei, aber ja, es ist mit sehr hochwertigen Erkennungstools ausgestattet. Wenn du schon über Kosten sprichst, haben wir noch eine Frage reinbekommen. Gibt es konkrete Erfahrungswerte aus der Praxis, wie viel Geld Emma in einer Apotheke einsparen kann? Machen wir aber erstmal da, weil dann kommt noch ein bisschen längerer Text. Vielleicht die erste Frage, sonst haben wir gleich die erste wieder Ja, vergessen. also kann ich tatsächlich mich jetzt nur auf Dinge berufen, die ich selber in der Facebook-Gruppe gelesen habe, die Philipp Hoffmann gegründet hat und die auch im Presseartikel teilweise mit drin standen, wo er davon spricht, dass er mit seiner Emma bei einer Auslastung von circa 10 Stunden, glaube ich, die sie bei ihm klickt, also hat jetzt Prozesse definiert, dass sie 10 Stunden am Tag durchgehend arbeitet, sozusagen. Damit hat er, glaube ich, angegeben, dass er um die 5.000 € im Monat spart, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber da ist Okay. sicherlich auch noch mehr möglich. Also ich glaube schon, dass man ja, ich sag mal, 1, 2 Monatsgehälter einsparen kann, je nach Apothekengröße und Menge Standorte und so weiter. Kommt auch immer ein bisschen darauf an, was hat man für eine Apotheke, ne? Ja,
Sigar, das nächste war gar keine Frage mehr, war eher eine Erklärung für die Frage. Ich lese trotzdem nochmal vor, damit du sie auch kennst. Vielleicht fällt dir noch was dazu ein, weil immerhin müssen die Kosten der Lizenz, die Schulung, die Einarbeitungszeit und die Arbeitskraft, die diese Prozesse erstellt, erst einmal wieder reingeholt werden. Also es bleibt ja nicht nur, wobei wir da noch gar nicht drüber gesprochen haben, das machen wir wahrscheinlich dann ganz am Ende, auch mal kurz über die Kosten halt drüber zu schauen, Genau. damit da auch jeder eine Vorstellung hat. Aber klar ist, weil das sind so Dinge, die ich mir auch aufgeschrieben habe, wie kommt man überhaupt an diese ganzen Prozesse? Ja, also wie viel Zeit muss ich da reinbringen, um mir zu überlegen, was kann ich denn jetzt bei mir überhaupt automatisieren? Muss das jede Apotheke auch für sich tun? Oder habt ihr da Angebote, wo ihr sagt, wir kennen eigentlich anhand von X Kunden die Ja, gängigsten also, Prozesse und helfen euch da schon und sagen da euch, kann ich ja ein bisschen was zu sagen. Also als ich über Emma gestolpert bin, habe ich erstmal mich mit Emma selber auseinandergesetzt, habe ein Training beim Hersteller absolviert und so weiter. Und ich habe relativ schnell für mich festgestellt, dass das Thema zwar schon sehr einfach ist, also man kann einfach Prozesse gestalten, wenn man das aber gut machen will, stabil machen will und robust, dass da keine Fehler auftreten und so, dann braucht man da schon auch technische Denke für, algorithmische Denke für, logisches Denken. Und ich bin eigentlich ziemlich davon überzeugt, und das ist auch der Grund, warum wir mit Apotune and Friends das gemeinsam machen. Wir machen es auch nicht als Apotune alleine, sondern wir machen das mit unserem Partnerkonstrukt sozusagen, aus 6 Partnern. Wir bringen alle unser Know-how aus den verschiedenen Bereichen ein, was wir haben. Und unsere Vision ist, dass wir einen Prozessmarktplatz bauen, also dass wir Prozesse für die Apotheken bauen und man sich aus diesem Marktplatz dann, ich sag mal, bestücken kann und sagen kann, hey super, ich habe Avinta Procas als Beispiel, ich habe Apotune, ich filter mal, welche Prozesse gibt's da und dann gibt's da halt, hey super, einmal Ladenhüterliste bearbeiten, Defekte überarbeiten, Stammkunden pflegen, Dokumente in Paperfree archivieren, runterladen von den Lieferanten. Gibt's eine Riesenliste, und man kann sagen, ja, das ist ja geil, den Prozess will ich haben, den, 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 den und dann kann ich mir eigentlich relativ schnell ausrechnen, wie viel Zeit ich dadurch auch einspare konkret. Und dann muss ich halt gucken, ist das für mich ein wirtschaftlicher Use Case oder nicht. Wobei man eben fairerweise mal sagen muss, das, was Emma halt kostet, ich schmeiße jetzt einfach mal eine Summe von 1.000 Euro schon mal vorab in den Raum, das ist tatsächlich gar nicht so viel, was man Lifetime, da ne? an was? Lifetime 1000 Euro. Nein, also ich weiß es ja. Also vielleicht für alle Zuhörerinnen 1000 Euro im Monat, ne? Genau, 1.000 Euro im Monat. Also es Okay. ist kein, weiß Gott, kein günstiges Tool, aber wenn man das auch mal fairerweise realistisch rechnet und nimmt irgendwie mal ein PKA-Gehalt oder sowas dazu und guckt, was habe ich eigentlich mit Lohnnebenkosten, Urlaubszeit und so weiter, wirklich für einen effektiven Stundenlohn, dann stelle ich relativ schnell fest, dass ich mit 2 bis 3 PKA-Stunden am Tag, die ich einspare durch eine Emma, eigentlich die Kosten schon locker drin habe. Und ich sage mal, wenn man davon ausgeht, dann ist das bei sehr vielen Apotheken sehr einfach möglich. Also das ist sicherlich ein Umfang, der ganz easy geht. Und wenn ich mit mehreren Standorten arbeite, sage ich mal, habe vielleicht sogar 2, 3, 4 Apotheken, dann brauche ich ja schon in jeder Apotheke nur noch eine halbe Stunde schaffen, ein Zeitersparnis am Tag. Das ist dann schon sehr schnell gemacht, weil Emma ja filialübergreifend arbeiten. Da nimmst du eine Frage, die mir am Anfang durch den Kopf gegangen ist: Wie kommt denn Emma in meine Apotheke? Also es ist ja nicht jetzt der Emma Holzwart, die bei mir dann reinkommt und dann sich an den Rechner setzt. Und wenn du jetzt auch sagst, filialübergreifend, das heißt, scheinbar kann ja dann die Emma auch in meine Filialen reingehen. Also wie kommt die denn auf meinen Rechner drauf? Also muss ich einen Rechner haben, Also in der letztlich per Apotheke, die. Fernwartung, ne? Also sie würde sich auf einen PC in der Apotheke einwählen, per TeamViewer, per was auch immer. Also wir haben eine Empfehlung für unsere Kunden, mit welchen Tools Emma am besten arbeitet. Sozusagen, da testen wir halt jetzt auch schon lange mit rum und gucken, was kann man an guten Tools nutzen, damit Emma auch noch effizienter und besser wird, sozusagen. Aber letztlich kann man sich vorstellen, wie ein TeamViewer-Zugang, wo Emma die Prozesse, die mit der WAVI in Verbindung stehen, auf einem PC in der jeweiligen Apotheke macht. Alle Prozesse, die rein online gehen, online Portale abrufen, online was eintragen, online Dinge recherchieren und so weiter. Dafür braucht sie den PC der Apotheke nicht. Also alles, was ich brauche, nur immer auf einem PC in der Apotheke, wenn ich dort konkret etwas bedienen will.
Und wir betreiben das so, dass wir Emma in einem Rechenzentrum betreiben für jede Apotheke, auf einem eigenen Server betreiben, weil da technologisch sehr viel dranhängt, ne? Also Emma braucht auch, das finde ich manchmal unglücklich, in dem Presseartikel stand irgendwo, Emma kann auf jeden PC in der Apotheke installiert werden. Da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen, ne? Also A braucht Emma reichlich Rechenressourcen, damit es gut läuft, sozusagen. Der Hersteller gibt eine Empfehlung von 8 Prozessorkernen an und 16 GB RAM, die eine Emma zur Verfügung haben sollte. Dazu kommt, dass dahinter eine große Datenbank liegt, also ein richtiger Microsoft SQL Server. Der will auch gesichert werden, weil es wäre der Super-GAU, wenn man anfängt, 200 Stunden Arbeit in die Erstellung von Prozessen zu stecken und dann geht in der Workstation die Platte kaputt und dann sind die weg. So, dann, also da gehört ein bisschen professionelles IT-Management schon hinzu. Da müssen Updates drauf, da muss standardisiert einheitliche Software drauf. Deshalb bieten wir das als Gesamtpaket an mit einer Maschine im Rechenzentrum. Aber man kann auch bei uns nur die Lizenz kaufen. Das bedeutet also, wenn ich Emma das Netz durchstöbern lasse und eine CSV-Datei mit irgendwelchen Daten füttern lasse, dann passiert das alles quasi auf dem Server, gar nicht in irgendeinem Excel-Programm, sage ich mal, bei mir auf dem Rechner, sondern auf dem Genau. Server, und ich habe einen Cloud-Zugang und kann dann quasi diese CSV-Datei mir lokal dann runterziehen. Zum Okay, Beispiel. verstehe. Und Also da dann gibt hat es das eine Emma viele irgendwo am Wege. Laufen, und die Emma kann dann in Filiale 1 oder 2 oder 3, aber sie kann nicht parallel in 1, 2 und 3 arbeiten, Genau. sondern du hast immer eine Emma, die einmal für dich quasi antreten kann und Prozesse abarbeiten kann. Genau, die Arbeit bedient ja auch den PC, also es bewegen sich Maustastatur und ich kann halt nur auf einem PC gleichzeitig klicken, habe auch nur ein Fenster, nur einen Monitor, auf dem ich Ja, arbeite. ich Ne? glaube, so kleinteilig, Genau. also ich hoffe nicht, dass ich zu kleinteilig frage, aber Alles ich glaube, gut. das sind so klassische Fragen, die wahrscheinlich, weil wir sind ja alle irgendwo auch Apothekerinnen im Hauptberuf, die einem so durch den Kopf gehen, weil es ja schon eine recht neue Materie dann für uns alle auch ist. Wie funktioniert das Ganze? Da sehe ich so ein bisschen auch im Chat, wobei der Chat sich schon geklärt hat, habe ich so den Eindruck. Aber trotz alledem, weil ja nicht alle so den Chat auch offen haben, fand ich es trotzdem extrem spannend zu sehen. Gibt es Schnittstellen zu ADG, war so die erste Frage. Also brauchst du irgendwelche Schnittstellen tatsächlich? Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz in deinen Worten zusammenfassen. Das Interessante ist halt, dass Emma ja jede Software bedient, also wie ein Mensch, ja. Und sie bedient ADG, sie bedient Pharmatechnik Ixos, CGM Lower und Procast. Parallel auch Apotune, eine Internetseite, das Online-Banking oder da das Unternehmen online, weil sie Maus und Tastatur nutzt, wie wir als Mensch. Sie klickt, sie tippt, sie macht. Und deshalb kann sie auch aus der Warenwirtschaft Dinge recherchieren, rauskopieren, in eine andere Anwendung übertragen. Wie wir das auch machen, da brauche ich keine Schnittstellen für. Das ist das sehr Mächtige. Ganz im Gegenteil, Emma ermöglicht Schnittstellen, die man vielleicht noch gar nicht hat. Also zum Beispiel, Immer die Schnittstelle eigentlich, ne? Irgendwie, ja, so Dinge, die man halt, ich sag mal, über eine Schnittstelle natürlich eleganter wären, aber es gibt ja Schnittstellen, die einfach nicht zustande kommen, weil irgendein Partner da keinen Fokus drauf hat und kein Interesse hat, die Schnittstelle zu entwickeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Laborprogramm habe, wo Herstellungsprotokolle drin sind, ich möchte diese Herstellungsprotokolle aber in meinem Dokumentmanagementsystem oder zum Kunden gespeichert irgendwo archiviert haben, dann könnte ich Emma jeden Abend einmal ins Laborprogramm gucken lassen. Hey, wurden heute neue Herstellungsprotokolle erzeugt? Wenn ja, dann nimm die, speicher die und pack die in das Archiv rein. Wenn nicht, schließ das Laborprogramm wieder und fertig. Würde ich einen Mitarbeiter abends nicht dran setzen, das jedes Mal zu machen, weil es mir zu teuer ist. Wenn ich aber davon Nutzen habe, ist es vielleicht ein Prozess, wo ich sage, hey, Emma baut mir die Schnittstelle, Emma macht das jeden Abend. Ja, Und so Emma solche muss ja Dinge. eigentlich auch 24 Stunden arbeiten, weil, also sie kann 24 und deshalb sollte sie 24 Stunden arbeiten, weil sie kostet das gleiche Geld. Ob sie eine Genau. Stunde oder 24 arbeitet, ja, ist verständlich. Sie kann eine ganze Menge, ich sag mal, Komfort auch schaffen, dadurch, dass sie einfach Fleißarbeiten macht, die man sonst nicht machen lässt. Und wenn man täglich solche Abgleiche fährt, sind die ja gar nicht so aufwendig. Also so viele neue Herstellungen und so viele neue Belege kommen ja an einem Tag gar nicht dazu.
Dann sag doch noch mal was zum Thema Sicherheit, Datenschutz, weil du hattest ein schönes Beispiel Online-Banking, weil das sage ich jetzt im Chat auch, bedeutet, Emma muss ja am Ende des Tages wahrscheinlich meine Online-Banking-Daten haben. Wie funktioniert das überhaupt mit einer Double Opt-in hier Zertifizierung, Verifizierung? Fällt mir gerade mal so ein. Also ich muss ja immer zum Beispiel auf meine App nochmal schauen und da irgendwie Gesichtserkennung irgend so ein Gedöns machen. Wie würde das funktionieren, wenn du die Frage beantworten kannst? Aber vor allen Dingen mit den ganzen Passwörtern, gibt es da, ich sag mal, Hochsicherheits-Passwort-Safe, auf den Emma zugreift? Das wäre ja so der eine Punkt. Und darf Apotune und darf Emma oder der Hersteller von Emma, dürfen die auch den Passwort-Safe mal eben benutzen? Also wie sicher ist der? Ja, also gute Fragen. Also zum einen Passwort-Safe, genau, es gibt einen integrierten Passwort-Safe in Emma sozusagen, wo der Apotheker alleine oder auch mit uns, je nachdem, wie das Agreement ist, Passwörter drin pflegen kann, die für Prozesse gebraucht werden. Aber letztlich würden wir quasi bei der Einrichtung der Prozesse die Passwörter vom Apotheker in den Safe eingeben lassen, damit sie dort vorliegen. Und wenn sie dann drin sind, dann kann Emma diese Passwörter verwenden. Was natürlich nicht so einfach geht, sind Zwei-Faktor-Authentifizierungsdinge. Da sprichst du tatsächlich eine Stelle an, die schwierig ist, weil man da eben Informationen braucht, die nicht auf dem gleichen Gerät in der Regel sind. Sei denn, ich habe eine Zwei-Faktor-Authentifizierung per Mail und Emma kann ein Mail-Postfach abrufen. Also bei Facebook oder so geht das, dass man sich einen PIN-Code und so per Mail schicken lässt. Alle Dienste, die das anbieten im Zwei-Faktor-Bereich, da ist es kein Problem, weil Emma kann ja auch ein Thunderbird überwachen, in den E-Mail-Eingang gucken und einen Code abtippen. Das ist kein Problem. Ja, also solche Dinge gehen. Sie muss halt Zugriff auf den zweiten Faktor haben, sozusagen. Das ist dabei letztlich so ein bisschen die Kunst. Ansonsten ist Emma im Bereich Datenschutz, und da ist auch der große Unterschied oder einer der größten Unterschiede zu vielen anderen RPA-Tools. Emma ist A, von einem deutschen Hersteller entwickelt, B, so entwickelt, dass Emma keinerlei Verbindung zum Hersteller pflegt, während sie läuft. Also ich kann eine Emma auf dem PC betreiben, der streng genommen gar kein Internet hat. Also da kann ich zwar auch nichts machen wie ins Online-Banking einloggen, ja, weil ich halt kein Internet habe, aber ich könnte Procast offline bedienen sozusagen, weil Emma keinerlei Verbindung zum Hersteller unterhält. Es ist also wirklich eine sogenannte On-Premise-Installation, eine Lösung, die autark auf der Maschine läuft. Und da ist ein großer Unterschied zu den marktführenden großen RPA-Tools wie Microsoft Power Automate oder UiPath, die als Cloud-Plattformen im Markt sind und meistens eben auch nicht deutsche Server, deutsche Anbieter sind. Und da ist ein ganz großer, ja, wichtiger Faktor auch für den Einsatz in der Apotheke. Das Thema Zwei-Faktor kommt nochmal. Also kann es oder kann es das nicht? Fällt mir nur eine Sache ein, weil theoretisch, weil ich kriege ja eine Push-Mitteilung in der Regel zu Hause. Wenn Emma läuft, ich die Push kriege, würde den PIN per Mail schicken und ich hätte den Prozess so optimiert, schaue 3 Minuten später in die Mail und nimm dir den Code raus. Also so könntest du dir wahrscheinlich selbst irgendwie auch ein Konstrukt kreieren, ne? Um So kann man Zwei-Faktor. sich ein Konstrukt kreieren, wenn es wirklich nur eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf einem Mobile-Device ist. Man muss aber sagen, dass bei Wahrscheinlich auch ganz für Banken. vielen Diensten tatsächlich auch Mail funktioniert, muss man einfach Ja, sagen. aber bei Banken bin ich mir nicht ganz so sicher, muss ich gestehen. Habe ich. Müsst ihr Okay, auch, ich weiß zum Beispiel bei aber mir, dass die geht theoretisch, DKB eine kannst du Zeit Banken lang auf überhaupt jeden finden, Fall denke ich Mails mal, hatte. um das nutzbar zu machen. Ja, extrem spannend. Also sind noch 2 Fragen reingekommen, bevor du dann deine Live-Video-Geschichte nimmst. Das hatten wir schon. Wie viel Zeit muss ich grob einplanen, einen für eine Apotheke erstellten Prozesskatalog für eine andere Apothekefiliale anzupassen? Ja, kommt darauf an, wie gut der Prozess gemacht ist, tatsächlich. Also es ist tatsächlich eine gewisse Kunst, Prozesse sehr modular und sehr, ich sag mal, migrationstauglich zu konzipieren. Ja, also es geht ja darum, dass auf den anderen PCs das gleiche Setting sein muss. Es, ne? Man braucht natürlich auf beiden PCs die gleiche Software, um so einen Prozess zu übertragen. Die Frage ist ja, muss ich ihn überhaupt übertragen? Wenn ich zwei Apotheken habe, die Procast habe, dann mache ich einen Prozess und Emma wählt sich auf die eine und auf die andere Apotheke auf. Dann ist es ja der gleiche Prozess sozusagen. Ich brauche ihn gar nicht zu übertragen. Wenn ich unter Emma-Nutzern, also ich sag mal Community-Gedanke,
Prozesse scheren möchte und sagen möchte, hey, ich habe hier einen Brokers-Prozess, den gebe ich einem anderen Apotheker, der da Interesse dran hat, weiter. Dann ist das möglich über Export- und Importfunktionen und funktioniert so gut, funktioniert perfekt, wenn das Setting identisch ist. Also wenn der andere Apotheker seinen Procast genauso konfiguriert hat, auch ein Google Chrome und kein Firefox im Einsatz hat und solche Dinge, dann funktionieren die Prozesse super. Also ich habe einen Prozess, den wir für unseren Support entwickelt haben, auf einer Demo Emma zum Testen damals als erstes entwickelt. Und als wir unsere eigene Emma gekriegt haben, habe ich tatsächlich exportiert und importiert und dann machte Klack und tat sofort wieder. Also da habe ich gar nichts für angepasst. Das tat's von alleine. Das ist aber, je komplexer ein Prozess wird, muss man schon ein bisschen gucken. Das heißt, bei eurem Marktplatz habt ihr den Gedanken, die Prozesse schon so, ich sag mal, zu optimieren, dass sie zu 80% bei allen laufen, aber ihr würdet auch garantieren, dass ihr den Prozess dann anpasst, oder sagt ihr dann, ja, Pech gehabt, du hast Genau. den Prozess so Nee, nee, gekauft? nee. Nein, wir passen die Prozesse an. Das ist ja Okay. gerade der Sinn des Ganzen. Und dann stecken wir den Aufwand einmal da rein. Man kann so Prozesse sehr modular machen, ne? Also man kann die aufsplitten. Ich sag das mal, man kann einen Prozess in Teilprozesse zerlegen, ja? Zum Beispiel ein Teilprozess, starte die Warenwirtschaft und log dich mit deinem Benutzer ein. Das ist ein Teilprozess, den ich immer wieder verwende, auch wenn ich ins Berichtswesen gehe, wenn ich in die Kasse gehe, wenn ich in was auch immer gehe. Ich muss mich immer vorher einloggen wahrscheinlich, ja? Dann würde ich das als Teilprozess konfigurieren, denn wenn sich an diesem Ding mal was ändert, dann ändere ich es nur da und es funktioniert in allen anderen Unterprozessen. Ja, Ja, so macht und, Sinn. aber da muss man halt sehr systematisch und mit einer sehr strukturierten Denkweise rangehen, um zu gucken, dass man eben da sich nicht selber so ein kleines Grab baut, ne? Dass man auf einmal 100 Prozesse gemacht hat. Eine Sache ändert sich und ich muss alle 100 Prozesse anpacken. Dann wird es natürlich sehr schnell, sehr zeitintensiv und da ist natürlich unsere Expertise drin, das muss man sagen. Und da sind wir Ja, als ich muss da ITler natürlich gestehen, schon für dass gemacht. ist ja auch das Spannende, warum ich auch gesagt habe, ich muss mit Marius diesen Talk aufsetzen, weil ich glaube, so das, was ich jetzt schon reininterpretiere, und ich denke auch, ich bin ja durchaus jemand, der sich sehr, sehr gerne mit den Themen beschäftigt. Das klingt aber nicht nur sehr zeitaufwendig, sondern auch nach echt Hirnschmalz, den man reinbringen muss, um am Ende des Tages Freude damit zu haben. Und das finde ich tatsächlich dann das Interessante, dass man bei euch letzten Endes diese Prozesse, die erprobt sind und dann auch noch angepasst bekommt, auf die eigene Apotheke nutzen kann. Weil im Grunde genommen muss man seine eigene Arbeitsleistung, aber wenn der Apotheker, also wir und die Apothekerinnen, sich auch immer gerne ja letzten Endes für alles hergeben und denken, wir arbeiten kostenlos, aber wir müssen ja unsere Arbeitszeit, die wir da reinstecken, irgendwo auch irgendwo anders wieder rausknapsen. Das fand ich gerade so spannend an dem ganzen Thema. Aber vielleicht noch die Frage von Matthias Bussmann, bevor du dann wirklich live gehen kannst und uns mal ein paar Sachen zeigen kannst. Auch wenn ich weiß, dass du nicht zu tief reingehen darfst, das kann man dann aber live auf der Messe sehen, weil wir das Ganze hier aufzeichnen für diejenigen, die heute nicht teilnehmen konnten und ich sag mal nicht zu tief dann letzten Endes diese Aufzeichnung gezeigt werden können. Das ist völlig fein. Von Matthias muss man noch die Frage: Arbeitet Emma Prozesse schneller ab als eine PKA aus Fleisch und Blut? Also ich glaube, da geht es tatsächlich, Prozess geht los, Start drücken und endet Stopp drücken. Also ist Emma auch schneller? In vielen Dingen definitiv. Es kommt immer gern auf da wieder, ne? Es gibt keine generelle Antwort, aber ich sage mal, in 90% der Fälle garantiert. Weil Emma keinen Kaffee trinkt. Ja, und weil bei monotonen Arbeiten der Mensch auch einfach langsamer wird. Ja, also irgendwann lässt die Konzentration nach, man verklickt sich, man macht einen Fehler, da muss man nochmal zurück und was korrigieren und so. Das hat Emma halt nicht. Ja, Emma klickt in einem gewissen Speed Prozesse durch Aber nicht und schneller. Also Emma kann die Maus ja nicht schneller bewegen, ne? Oder ja, auch. doch, ja, das kann Emma viel schneller. Emma tippt zum Beispiel, wenn ich Ist sie auch nicht schneller. künstlich bremse, bei der Tastatur, ich glaube, pro Tastenanschlag in einer Millisekunde, also sie macht Okay. 1000 Zeichen in einer Sekunde. Das Ja, ist wahrscheinlich klar. bei der Also einen oder ich anderen PKA kann nicht mir das gegeben. so vorstellen wie bei einer KI quasi. Also jeder, der schon mal ChatGPT angeschmissen hat, also ich sag mal, da rattern die Texte, also kann ja kein Mensch, also keiner weiß ich nicht, aber ich kann definitiv nicht so schnell tippen. Also so kann man sich das dann wahrscheinlich auch vorstellen, ne? Genau, können wir uns aber auch einfach anschauen, würde ich vorschlagen. Mach Also es das, ist dann natürlich tue das ich meine einfach. KI-Fragen nochmal hinten anstellen. Vielleicht haben sich die gleich erübrigt. Das ist ein guter
Guter Zeitpunkt, richtig. Dann lass uns mal ein bisschen was sehen. Ich lasse das Mikro einfach mal an und würde einfach reingrätschen, wenn ich eine Frage habe, gerade wenn wir jetzt so Cool, in ja. dieser Live-Geschichte drin sind. Genau, also ich zeige einfach zwei Prozesse. Ich gehe wirklich auf dieses Konfigurationstool nicht zu tief ein, weil ich das bei einem aufgezeichneten Meeting in Absprache mit dem Hersteller nicht darf. Da bitte ich um Verständnis. Wer das sehen will, gerne in einem persönlichen Webinar oder in live auf der Expo Farm. Dort ist auch der Hersteller mit uns da. Insofern, ja, ich teile mal meinen Bildschirm. Ja, jetzt sehen So. wir, ah ja, das ist gut. So. Danke. Jetzt seht ihr Emma als Konfigurationstool, so ein Prozessablauf, wie man sich den halt grob schon auf der PowerPoint-Folie gesehen hat. Also ich habe hier eine Liste oder eine Verknüpfung mehrerer Schritte. Und der Prozess, den ich als erstes zeige, ist eben ein, ich logge mich ins Norweda-Portal ein, gehe da die Lieferscheine durch, lade die alle runter und archiviere sie auch gleich in einem Dokumentenmanagementsystem, in unserem Fall ApoGem Paperfree. Und ja, das gucken wir uns einfach mal live an. Ich starte immer an der Stelle einfach und nehme dann Hände von Maus und Tastatur. Also das, was jetzt passiert, macht Emma sozusagen. Google öffnen, Internet öffnen, Google Chrome, Zugangsdaten eintippen. Ja, da wäre ich Klick schon raus. Also die Frage von zum meinem Mann hat Belegarchiv. sich schon geklärt, glaube ich, weil so schnell kann ja kein Mensch arbeiten. Genau, sie tippt jetzt das Datum ein. Das habe ich künstlich langsam gemacht, damit man mir Okay. folgen kann bei der Präsentation. Ich suche also nach einem Datum und suche jetzt auch über Finden nach dem Datum, um zu gucken, wie viele Lieferscheine sind auf der Seite. Oben rechts in der Ecke steht es einmal und dann habe ich unten 16 Lieferscheine. Das kann ich mir da herleiten. Klicke den ersten Lieferschein an, lade ihn runter, klicke oben auf Nächster. Lade ihn runter. Und wenn man jetzt denkt, okay, das könnte ich menschlich etwas schneller klicken, was man jetzt nicht vergessen darf, Emma liest gerade oben in der Kopfzeile steht immer das Datum, die Lieferscheinnummer und den Wert. Das liest Emma im Hintergrund auch schon parallel dazu aus und unten sieht man das Apotune-Symbol blinken. Sie archiviert schon im Hintergrund jeden Beleg fertig weg. Also das wird gerade alles parallel gemacht und wenn ich das händisch machen müsste, wäre ich definitiv viel langsamer. Ja, Okay. und so läuft das jetzt einfach durch. Kann sich jeder vorstellen, Emma macht das jetzt für 16 Lieferscheine, schließt Google Chrome wieder und fertig. Das Wichtig heißt, ist, es gibt. parallele Prozesse, sorry, dass ich da reingrätsche, im Hintergrund sind auch programmierbar, weil wir würden die ja wahrscheinlich runterladen, würden dann irgendwie die Fenster Apotune nebeneinander öffnen. anordnen, müssen das dann da irgendwie rüberziehen. Also ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist. Genau. Okay. Genau, also da, wo es eben Integrationsschnittstellenmöglichkeiten gibt, kann Emma die natürlich auch nutzen, wie jetzt in diesem Fall mit Apotune Paperfree. Ja, und so läuft der Weg der Reihe nach durch, ne? Also das ist ja jetzt ein Also ist automatisierter ja eine Prozess, Praxismatte, aber das ist ja der Knaller. Also da ist eine überzeugte, vielleicht zukünftige Emma-Nutzerin. genau, ich breche das einfach mal ab. Ich sage immer mal so kurz aufhören. Damit wir uns noch einen zweiten Fall angucken, der ist etwas komplexer. Man sieht das hier, ne? Das Diagramm, das wird immer ein bisschen komplizierter hier unten auch mit Fallunterscheidungen, den Weg, den Weg, den Weg. Also es sieht ja nicht so aus, als würde das ein Apotheker, eine Apothekerin mal eben so skizzieren können, muss ich gestehen. Oder täusche ich mich da? Also es sieht Ja, sehr komplex irgendwie, aus. man muss sich da schon ein bisschen eindenken. Also es wird halt immer suggeriert, dass es so ganz easy ist. Ja, das ist nicht ultra kompliziert, aber um es gut zu machen, gehört da viel Feinschliff rein. Also ich bin der festen Überzeugung, dass das 95% aller Apotheker auf Dauer nicht selber machen. Deshalb machen wir es auch. Also das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir gehen selber da rein, weil ich glaube, dass es dafür IT-Expertise braucht. Das Okay. ist wirklich einfach meine Überzeugung. Aber es kann ja auch jeder selber machen, ne? Also es steht ja nichts im Wege. Man muss Prozesse nicht bei uns kaufen. Man kann auch sagen, ich mache die einfachen Dinge für mich selber. Ich kaufe mir nur die dazu, wo ich denke, die kriege ich Ja. selber nicht hin, ne? Erkennt man beim Aufsetzen eines Prozesses, wo der hängen bleibt? Also, ich habe es Das ja noch nie. zeige ich tatsächlich gleich noch kurz. Ah, okay. Und Genau. dann war da eine Frage, die passt da eigentlich auch ganz gut rein. Wird man das Design eines speziellen Prozesses, den man braucht und der nicht auf eurem Marktplatz angeboten wird, kann man den bei euch in Auftrag geben? Ja, Also, klar, okay. natürlich. Perfekt. Ja, ich zeige noch eine Sache, einen Prozess, der bei uns einfach intern auftritt, weil ich habe halt keine Warenwirtschaft und Patientendaten zu zeigen, ist auch immer schwierig, deshalb zeige ich jetzt bei uns was.
Bei uns im Support-Ticket-System, wir haben ein sehr nerviges Thema, und zwar, wenn wir einen Support-Fall kriegen von unserem Kunden und wir haben eine Rückfrage zu dem Fall, weil wir die Frage nicht verstehen oder noch mehr Informationen für die Analyse brauchen, schicken wir den Apotheken oder den Kunden eine Mail zurück und mit Fragen. So. Und wenn wir dann keine Antwort bekommen, haben unsere Mitarbeiter die Anweisung oder im Idealfall die Anweisung, dass sie einen Tag danach nochmal nachfassen und danach einen Tag später nochmal nachfassen, dann eine Woche Pause lassen, falls der Mitarbeiter krank oder in Urlaub ist, dann nochmal nachfassen, noch eine Woche Pause lassen und wenn dann nichts gekommen ist, den Fall zumachen, dem Kunden schreiben, hey, irgendwie haben wir keine Antwort gekriegt, wir machen jetzt erstmal zu, melde dich, wenn noch was ist. So. Und diese Erinnerungsmails an Fragen, die wir offen haben, das sind ungefähr 60 bis 70 Stück am Tag, die wir verschicken. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die keiner richtig gerne macht. Und ja, das Ganze abgebildet mit Emma kann ich einfach mal zeigen, wie das bei uns läuft. Emma loggt sich in unser System ein, ist die My Factory, klickt da auf den Login-Prozess, klickt auf Anmelden, kommt in eine Liste mit allen Tickets, die gerade offen sind. Die kann sich jetzt im Hintergrund als CSV runterladen. Das dauert jetzt kurz, weil sie das einliest. Und man sieht rechts, warte auf Kundenfeedback, ist der Status von 0 bis 3, also es ist die Mahnungsstufe oder Erinnerungsstufe sozusagen. Emma klickt den ersten Fall an, geht auf Aktionen, unten rechts auf Neu, unten links auf E-Mail, oben E-Mail-Vorlage 2, auf Senden, geht auf Grundlagen, ändert das Datum auf morgen, weil sie morgen die nächste Erinnerung erwartet, setzt den Status auf Warte auf Kundenfeedback 2. Geht unten auf OK und öffnet theoretisch jetzt den nächsten Fall. Also ich habe meine Hände immer noch hier, ne? Nicht, dass einer denkt, ich klicke hier gerade parallel. So, und den nächsten Fall, der ist jetzt Aktion, unten rechts auf Neu, unten links auf E-Mail, E-Mail-Vorlage suchen, auswählen, auf Senden drücken, Grundlagen, Datum ändern auf morgen. Warte auf Kundenfeedback erhöhen auf Warte auf Kundenfeedback 1. Erste Erinnerung rausgeschickt. Okay. Und so weiter. Also Emma klickt jetzt durch. Jetzt kommt einer, der ist auf Warte auf Kundenfeedback 2. Da macht sie jetzt eine Fallunterscheidung und setzt den nicht einen Tag in die Zukunft, sondern 7 Tage in die Zukunft, weil sie die Informationen wahrnimmt. Sehen wir jetzt gleich. Grundlagen. 2.10. Warte auf Kundenfeedback 3 und unten auf OK. Zack. So arbeitet sie sich jetzt da durch. Total zuverlässig, macht das halt in einer Tour und braucht für, ich weiß nicht, 5 Fälle, ich glaube 3 Minuten oder sowas. Ist auf jeden Fall etwas, was man menschlich nicht schneller hinkriegt. Wir haben es probiert. Auch wenn das jetzt, wenn man nur zuguckt, sieht das so einfach aus, aber wenn man selber nach E-Mail-Vorlagen suchen muss, auswählen Ja, muss, und so wenn ihr weiter, das richtig ist. Fälle habt, ne, 5 Fälle, 3 Minuten kann man sich ja ausrechnen. Da ist schnell mal mit einem Pipapo eine Stunde weg von einem Mitarbeiter. Ja, genau. Also wir sparen ungefähr 1 Stunde am Tag tatsächlich jetzt nur durch diesen einen Prozess ein. Das ist ungefähr das, was wir ausgerechnet haben für uns als Zeitersparnis. Ja, und es ist halt, auf Deutsch gesagt, ist ja ein stumpfer, blödsinniger Prozess. Also den macht ja Das ist keiner. eine totale Scheißarbeit, genau, aber Ja, da du wir hast das halt. Wort genutzt. Ich wollte das irgendwie Ja. vermeiden. Ach, ich bin da nicht so. Ja, okay, Genau. verstehe. Ja. Und jetzt ist Willst du noch der was Fall sagen? durch. Jetzt macht er mal den Browser zu und das war's. Ja, und wichtig ist halt, wenn man so Prozesse baut, Anfangszustand gleich Endzustand. Also Ziel soll sein, wenn sie ein leeres Desktop vorfindet, um den Prozess zu starten, dann hinterlässt sie auch einen leeren Desktop, weil der nächste Prozess geht ja wieder davon aus, dass ein Desktop da ist zum Starten. Wenn ich ein Fenster offen lasse, findet sie beim nächsten Mal das Google Chrome-Icon nicht mehr. Zum Okay, Beispiel. ja, ist klar. Ja, also wenn man so Prozesse gestaltet, muss man halt sich darauf einigen, okay, wir haben immer den Zustand am Ende des Prozesses, wenn ich aufhöre, Desktop wird hinterlassen, nicht Fenster offen lassen oder so. Ja, also genau, damit eben solche Dinge robust laufen und sie nicht an Stellen hängen bleibt. Eine Sache wollte ich noch zeigen zum Thema Beweissicherung und Analyse Fehler, wenn irgendwas nicht läuft. Emma dokumentiert, wenn sie Prozesse macht, sozusagen täglich ganz genau, was sie tut, jeden einzelnen Schritt
wird dokumentiert. Was hat sie eingegeben? Was hat sie gelesen? Und so weiter. Ja, und sie macht bei jedem Schritt, wie tippen oder hier klicken, einen Screenshot. Also man sieht, wo hat sie auch hingeklickt bei dem Versuch. Also alles, was sie macht, wird exakt mit Bild festgehalten. Finden und klicken als Schritt. Da hat sie die Schaltfläche gefunden und drauf geklickt. Also wirklich exakt. Ja, jeder Schritt aller Prozesse wird dokumentiert, sodass das super geil nachzuvollziehen ist. Und ja, da kommen sicherlich ein paar tausend Screenshots am Tag zusammen. Das wollte ich gerade fragen. Du hast da keinen begrenzten Cloud-Speicher oder irgendwie sowas. Und Emma. Ja, das, was halt die VM kann, ne, die wir mitliefern. Also wir liefern eine virtuelle Maschine mit 200 Gigabyte Speicher aus. Das reicht, um ungefähr 3 bis 6 Monate, je nach intensiver Auslastung, Emma lückenlos dokumentieren zu lassen, jeden Klick und jeden Schritt. Und genau da fängt es dann auch mit an, wenn ich sowas mache. Ich muss Bereinigungsskripte schreiben, die Dateien wieder löschen. Genau. Wenn ich Prozesse habe, die Dokumente runterladen. Ich muss den Downloads-Ordner auch mal bereinigen und solche Sachen. Also das muss man halt alles mit auf dem Radar haben, ja, dass das alles da dran hängt und dass man sich um solche Dinge kümmern muss. Und das gehört halt nachher zu einem gut gestalteten Prozess mit dazu. Dass, ich sag mal, den Müll, den Emma produziert, Emma auch selber am Ende wieder wegmacht. Sonst läuft halt irgendwann nicht. Wie priorisiert ihr die Prozesse? Also nicht im Detail. Weil ich man kann eine Planung machen. Man kann halt sagen. Irgendwie eine Prozessliste und die arbeitet Emma dann von A nach B nach C. Genau, nach man, durch. Man kann Emma einen Zeitplan vorgeben und sagen: Hey, die Prozesse, die machst du täglich. Da beginnst du um 18 Uhr und machst die alle der Reihe nach hintereinander, bis du fertig bist. Man kann sagen, hey, die Prozesse machst du wöchentlich und so weiter, immer samstags, immer sonntags. Das kann man selber takten sozusagen. Und dann arbeitet Emma die Dinge der Reihe nach ab. Ja. Okay. Und versteht. Macht halt eins nach dem anderen, ne? Also. Eine Frage ist gerade noch reingekommen. Was kostet die Betreuung durch Apotune zusätzlich zur Emma-Lizenz? Mhm. Ja, kommen wir zum Thema Preise. Genau. Dann habe ich nur noch ein paar Dinge mir eben mitgeschrieben, die stelle ich dann zum Schluss. Ich zeige dazu auch was. Sekunde. Das ist eine voraussichtliche Preisliste, muss ich dazu sagen. Das Thema ist so jung, das ist so neu. Wir sind da so schnell mit am Vorpreschen. Vielleicht ändert sich das Modell irgendwann nochmal, weil wir erkannt haben, okay, wir haben uns doch ein bisschen verschätzt. Klappt so nicht. Aber ich gehe davon aus, dass wir mit dem Modell, wie wir es jetzt hier zeigen, starten. Was kostet Emma? Der Hersteller hat einen Preis für eine Jahreslizenz, die kostet 9.150 Euro. Das ist erstmal der Preis beim Hersteller. Die Lizenz kann man bei uns kaufen, beim Hersteller kaufen, wo auch immer kaufen. Die kostet überall das Gleiche. Dazu empfehlen wir oder bieten wir an technische Infrastruktur, sprich für 2.850 Euro, dann sind wir bei diesen 12.000 Euro, 1.000 Euro im Monat. In dieser technischen Infrastruktur ist eine im Rechenzentrum gehostete Maschine mit genug Leistung, mit Datensicherung, mit Serverbetriebssystemen, mit automatischen Updates einspielen, mit standardisierter Software, dass alles, ich sag mal, homogen ist, so wie wir jede Emma konfigurieren. Also wir konfigurieren über Skripte alle diese Emmas gleich, damit die Voraussetzung, um Prozesse zu migrieren, perfekt ist. Und wir liefern ein Tool mit, das würde ich gleich am Ende noch ansprechen, wenn du aufs Richtung KI gehst, den sogenannten Apotune AI Helper, der ist hier oben in dem Preis schon mit drin. Das ist ein Tool, womit wir Emma noch um die Mächtigkeit und Funktionalität generierender KIs erweitern, weil das, was wir jetzt sehen, da ist ja noch nichts ChatGPT, noch nichts, keine Ahnung, Azure AI und wie es alles heißt. Sondern das ist erstmal nur dieses kognitive Modell. Aber Emma kann natürlich auch generierende KIs mitbedienen. Also Emma kann auch ChatGPT öffnen, in ChatGPT Anfragen stellen, Ergebnisse nehmen, rüber kopieren. Also auch da sind ja Potenziale. Nur dafür haben wir ein kleines Tool geschrieben oder ein Tool entwickelt, was Emma verwenden kann, sehr effizient und womit man 3 oder 4 verschiedene KIs derzeit schon ansteuern kann, damit man für verschiedene Zwecke verschiedene KIs nutzen kann. So, das ist das, was wir quasi mitliefern. Und dann werden wir eine Art Prozessmarktplatz erschaffen. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir so mit 5 Komplexitätsstufen rechnen bei den Prozessen, je nachdem, wie umfangreich ein Prozess ist, wie viele potenzielle Interessenten so ein Prozess hat.
Werden wir irgendwie Preise haben, einmalig von 300, 600, 900, also so 300 € Schritte für den Kauf des Prozesses, einmalig inklusive der Anpassung auf die eigene Umgebung und Einrichtung sozusagen, dass wir die Passwörter gemeinsam eintippen und was halt so notwendig ist. Und ab dann 15, 15, 20 € im Monat dafür, dass wir den Prozess lauffähig halten. Also ändert sich was, gibt es Fehler, gibt es Dinge, die noch nicht optimal sind, dann analysieren wir die Fehler und beheben die. Das ist quasi dann ungefähr Also, das Pricing für das, was wir. Komplexität, also die Stufen heißen am Ende des Tages, wie viele Prozessschritte nötig sind. Nicht Ja, und wir, oder wie Prozesse tricky und gekauft aufwendig wurden. es ist, den stabil hinzukriegen. Ne? Es gibt Prozesse, das kann ja super umfangreich werden. Ich habe jetzt mal bei einem Apotheker einen Prozess angeguckt, der ganz intensiv Heimbelieferung macht. Und ein Prozess hat, um quasi den Rezeptbedarf für Folgemedikation beim Verblistern aus der Warenwirtschaft zu ermitteln, in PDFs zu exportieren, an den Arzt zu faxen und keine Ahnung was. Das ist relativ viel Klickerei bei dem. Da ist eine Mitarbeiterin 1 bis 2 Stunden nur am Klicken. Und auch so einen Prozess wollen wir irgendwie automatisieren können. Ja, aber der ist ja dann Und sehr individuell. Also darauf zielte genau. meine Frage ab. So ein Prozess kann schon komplex sein, aber wenn ihn, ich sag mal, sehr viele nutzen, bist du Dann dann wird er eher in teurer, ne? Richtung Dadurch wird er 3 oder teurer. Richtung Stufe 5 unterwegs, weil sich aufgrund, ich sag mal, was Genau. immer wieder, okay. Also, Also irgendwie so, ne? Das müssen wir halt alles noch ein klar. bisschen, Man das kann nicht müssen wir noch einfach ein bisschen sagen, schauen. das Das ist wird so sich ergeben, wenn wir jetzt komplex. die Verstehe. ersten Prozesse machen, ne? Also wir fangen jetzt an, den Marktplatz aufzubauen, Beispiele umzusetzen und dann gucken wir, dass wir die Dinger mal kategorisiert kriegen und vielleicht stellen wir auch fest, dass manche Prozesse einfach einen individuellen Preis kriegen, weil es auch ganz individuelle Prozesse sind. Ja, aber das müssen wir halt gucken. Das werden wir jetzt noch ein bisschen lernen, aber so ungefähr stellen wir uns das Modell vor. Ich sag mal, wenn man die Und Preisordnung da sieht, stellt Christiane Patze die richtige Frage. Kennt ihr euch mit Förderprogrammen aus oder habt ihr Partner an der Hand in eurem Apotune and Friends, die sich mit sowas auskennen? Wie funktioniert das, um eventuell zu prüfen, ja, Fördergelder? also wir kennen uns ein bisschen mit Förderprogrammen aus, selber in den eigenen Reihen sozusagen. Das ist bei uns der Hendrik Hahn im Thema und mein Geschäftspartner Andreas. Wir sind aber keine richtigen Fördermittelberater. Und wir haben tatsächlich jetzt seit heute habe ich noch mal, oder kriege ich noch mal einen Kontakt zu einer Fördermittelberaterin, der Jürgen Wunderling auch noch als Fördermittelberater im Apothekenmarkt wäre eine Anlaufstelle. Fakt ist, nahezu alle Digitalisierungsförderprojekte zielen in der Beschreibung auf Prozessautomatisierung. Also ich halte Emma für ein höchstwahrscheinlich förderbares Thema, wenn es denn gerade im Bundesland dazu Förderprogramme gibt. Okay, ja, das Was ist ja du? das Problem. Das hatten wir ja auch auf dem letzten DDR-Summit mit dem Jürgen Wunderling mal besprochen. Das ist ja schon sehr komplex. Okay, also Ja, aber Christiane, so einfach ist es da ist nicht. auf jeden Fall. Ja, okay. Vielleicht noch eben ganz wichtig, es muss ein Basistraining stattfinden. Also wenn man selber die Emma bedienen will, macht der Hersteller ein Training zur Pflicht sozusagen. Das ist so, dass man ein Zweitagestraining braucht. Derzeit laufen die Trainings noch so ab, dass wir sie mit dem Hersteller gemeinsam haben. Also da kommen dann pro 5 Teilnehmer ein Trainer vom Hersteller raus. Hat man eine Gruppe mit 10 Leuten, kommen die sogar mit 2 Trainern raus. Betreuen das sehr intensiv, weil das eben auch lernintensiv ist. Das ist nicht so simpel, wie man denkt. Und dann ist das 2 Tage Intensivschulung. Die wird von uns mit begleitet. Also von uns ist immer einer mit dabei. Aktuell war ich jetzt bei allen Trainings auch schon mit dabei. Und das muss ich machen, wenn ich damit selber arbeiten will. Ja, und das empfehle ich aber auch jedem, damit man überhaupt selber erstmal, wenn man selber Prozesse macht und klickt, dann versteht man erstmal, wie komplex und schwierig das ist und kriegt aber auch ein Gespür dafür, was geht mit Emma und was geht nicht. Wo gibt es Probleme? Was sind Hürden? Und dann läuft man auch ganz anders mit offenen Augen durch den eigenen Betrieb, um zu erkennen, ey, das Ding muss ich eigentlich auch nicht selber machen. Das könnte ich ja auch mal machen lassen. Ja. Also ich glaube, man kriegt erst eine Vorstellung dafür, wenn man sich auch mal 2 Tage auf das Ding eingelassen hat.
Ja, das ist ja bei den Investitionen durchaus auch sinnig, sich selber mal ein bisschen mit zu Absolut. beschäftigen. Und in dem Zusammenhang, genau die Frage von Thomas Dann ging mir nämlich auch durch den Kopf, wie ich die Preistabelle gesehen habe. Gibt es auch Bündels für den Shop? Wenn ich 50 Prozesse als Standard für eine Apotheke ansetze, wäre das ja doch eine nochmals erhebliche Investition für den Kauf solcher Prozesse. Also wie funktioniert das? Also ich weiß gar nicht, sind 50 Prozesse, vielleicht kannst du da auch was zu sagen, wenn du überhaupt die Werte schon sagen Das kann ich kann. natürlich noch schwer Ja, abschätzen. genau. Sicherlich wird es irgendeine Art Mengenrabatt oder Bundle geben, genauso wie wir das jetzt hier mal planen für die Messe als Einführungsaktion, dass wir, ich sag mal, in so einen Preis von 16,7 einen Gutscheinwert von 3.000 € für den Marktplatz mit reinpacken, ne? Sozusagen, Ach, das da hatte ist ich dann gar nicht schon gesehen. die, genau, Ah, da ist dann schon okay. die Idee zu sagen, hey, wenn das alles einzeln kaufst, wäre es 16,7. Wenn du es als Bundle kaufst, kriegst du es für 14,9, hast direkt so einen günstigeren Einstieg und kriegst die ersten, ich sag mal, 3, 4, 5 Prozesse gleich mit. Da werden wir uns was einfallen lassen. Wir müssen aber auch selber gucken, wie es erstmal funktioniert. Also da ist für uns jetzt ein Riesenfokus drauf. Wir haben dann Vollzeitmitarbeiter drauf auf dem Thema, der nur sich gerade mit Prozesserstellung und Prozessstandardisierung auseinandersetzt. Ich stecke da gerade sehr, sehr viel Zeit und Energie rein, das zu konzipieren, weil da gehört einfach sehr viel zu. Auch das Hosting, die Datensicherung, da ist eine Menge Zeug zu tun. Aber wir sind da mit einer hohen Energie dran und einem hohen Fokus. Und ich bin davon fest überzeugt, dass wir jetzt im letzten Quartal auch schon die ersten richtig gescheiten Prozesse im Angebot haben. Und freuen uns über Ideen, ne? Auch Ja. das. Ja, Genau. gut, davon lebt es am Ende des Tages, auch von einer gewissen Emma-Community, denke ich mal, die man dann ja aufbaut und sich gegenseitig befruchtet. Kann ich nachvollziehen. Eine Frage noch, aber ich bin mal auf deine Antwort gespannt. Gibt es konkrete ROIs? Also Return of Invest. Kannst du dazu überhaupt noch was sagen? Es Was kommt sagst ja du? einfach ein bisschen darauf an, also letztlich ist der Return on Invest, wenn ich entsprechend Zeit einspare, ne? So, also ich habe ja schon mal gesagt, irgendwie so 2, 3 PKA-Stunden am Tag, wenn ich die wegsparen kann, dann habe ich eine Emma drin. Wahrscheinlich muss das jeder für sich selbst auch so ein ganz klein bisschen erstmal eruieren, was kann ich da überhaupt machen, klar, da muss man ein Gefühl erstmal auch für bekommen, also sich wahrscheinlich auch mal ein bisschen tiefer damit beschäftigen mit dem ganzen Thema. Das ist aber aus meiner Sicht, also die Wirtschaftlichkeit von Emma ist, glaube ich, das kleinste Problem, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat. Okay. Und vielleicht jetzt nicht eine kleine Landapotheke hat mit 5 Mitarbeitern oder so. Ne? Das muss man, sicherlich ist das auch ein Produkt für Apotheken, die etwas größer sind oder mehrere Standorte haben. Das ist ja bei vielen Software-Dingen so, ne? Wenn ich ganz wenig impfe, brauche ich auch keine teure Impfsoftware. Das ist so. Ja, Ja, verstehe. im Fichtel lohnt sich eine Software, die es automatisiert. So, und das ist bei Emma ähnlich. Aber man kann, glaube ich, sagen, dass das Thema Wirtschaftlichkeit das kleinste Thema ist für jemanden, der sich damit schon mal intensiver beschäftigt hat. Dann lass uns Return ja on Invest würde ich vielleicht noch immer mal ein paar sagen. Minuten über KI sprechen, weil das ging mir relativ schnell am Anfang durch den Kopf. Ist es wirklich irgendwie so richtig eine künstliche Intelligenz, also eine kognitive Intelligenz und so weiter? Du sagtest jetzt ja auch, ihr verknüpft das mit einem smarten Tool, wo man verschiedene ja, Modelle ansprechen kann. Gerade im Bereich von der Content-Erstellung finde ich das natürlich mega spannend, wenn man sagt, okay, da kann man jetzt auch irgendwie noch Dinge halt mit KI machen. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Sätze zu sagen, wo ihr das Einsatzgebiet seht, was da so mächtig wird, wovon du halt sprichst, wenn man es halt Ich wirklich zeige dann. einfach mal 2 Beispiele, die man einfach, um es mal anzureißen, was da so mitschwingt sozusagen. Und zwar, ihr solltet den Bildschirm wieder sehen, richtig? Genau. Ich mache das am klassischen Beispiel von ChatGPT, damit ihr das mit Oberfläche gescheit verfolgen könnt. Unser Tool kann das Gleiche nur in schneller. Und mit Azure AI, also datenschutzrechtlich auf einem ganz anderen Level. Bin bei ChatGPT eingeloggt und ihr kennt alle als Apotheker und Apothekerin ein solches Dokument, einen Chargenrückruf oder eine AMK-Meldung. Und die Dinger müssen bearbeitet werden. Ich habe mir jetzt mal das PDF angeguckt, etwas intensiver, und habe dann festgestellt, okay, hier stehen Artikel, die zurückgerufen werden, mit Namen, Packungsgrößen und Chargen, die dort betroffen sind, für mehrere verschiedene Artikel. Was hier bei den Artikeln aber nicht beisteht,
ist, welcher Artikel welche PZN hat. Das steht irgendwie auf Seite 2 in so einem Fließtext hier unten. Solonat 3 Tropfen, 50 Milliliter hat die PZN und 100 hat die PZN. So, dann sind die hier unten nochmal alle aufgeführt. Wenn man jetzt so ein Dokument hat, wie so ein Chargenrückruf, und nimmt das mal und haut das Ding bei ChatGPT rein und hat dann einen entsprechenden Prompt zur Interpretation einer AMK-Meldung gebaut. Jetzt auch einfach mal rüber kopiere. Dann könnte das heißen, bei dem Dokument handelt es sich um Chargenrückrufe von Medikamenten. Jedes Medikament hat einen Namen. Es kann mehrere Packungsgrößen geben, die jeweils genau eine eindeutige PZN-Nummer, in Klammern Pharmazentralnummer, Artikelnummer haben. Pro Medikament werden teilweise mehrere Chargen zurückgerufen. Erstelle mir ein reines CSV als Ausgabe mit den Spaltenüberschriften Artikelname, Packungsgröße, PZN, Chargennummer. Erstelle bitte pro PZN und Charge eine Zeile. So, dann nehme ich diesen Text, der, ich sag mal, erst für eine Emma schwer zu interpretieren ist, weil ich jetzt Inhalte irgendwie in den Kontext bringen müsste, unten aus dem Fließtext oben die Chargen, und lass das aber jetzt durch eine KI machen. Ich sage, okay, nimm du das Dokument und sag mir, was da drin steht und wie ich das strukturiert abarbeiten kann. Das dauert jetzt leider bei ChatGPT relativ lange. Das geht bei unser Tool schneller. Also relativ lang ist auch übertrieben, aber in 10, 20 Sekunden. Bei uns geht es irgendwie in 3 bis 4 Sekunden. Okay. So. Und dann steht hier, hey, ich habe eine CSV-Datei generiert, die kannst du runterladen. Und dann nehme ich die und lade die runter. Und dann steht da sowas. Ja. Solonat 3 Tropfen, 50 Milliliter, hat die PZN und es gab 5 Chargen davon. So. Ja, das sind die 5 verschiedenen Chargen, die es zu Solonat 3 Tropfen gab, in 100 Milliliter und so. Und jetzt könnte ich einen Prozess bauen mit Emma und sagen, hey, nimm die CSV-Datei, ruf die PZN in der WAVI auf. Guck, gibt es die Charge am Lager? Sind die Chargen nicht gepflegt? Lager alle aus. Ansonsten lager nur die betroffenen Chargen aus und dann macht Emma das da rein und lagert den ganzen Bums aus. Wäre ein Szenario, wo man jetzt mit KI auf einem Dokument, und das können ja beliebige Dokumente sein, ja, Interpretation machen kann. Ich kann auch ein Screenshot, wenn ich ein Fenster sehe, ein Fenster der Warenwirtschaft, da kann ich Fragen zu stellen mit einem Prompt. Ich kann sagen, hey, wie heißt der Patient auf dem Bildschirm? Was kriegt er für Medikamente und so weiter? Und dann kriege ich da eine Antwort zu. Ja, also man kann eben auch zu Anwendungsinhalten, die ich auf einem Bildschirm sehe, per KI-Interpretationen laufen lassen, generierender KI. Das ist schon relativ mächtig. Zweites Beispiel habe ich jetzt leider, glaube ich, nicht offen, aber ich mache es noch. Doch. Habe ich offen, sehr gut. Ich habe, Microsoft hat eine relativ gute KI, wie ich finde, für den Bereich Handschrifterkennung zum Beispiel. Und da habe ich einfach ein Blatt Papier genommen, mit einem Bleistift mal, ja, vielleicht auch nicht ultraschön, einen Text draufgeschrieben, mit ein bisschen Licht und Schatten, ein Foto gemacht und habe dann diese KI von Microsoft genommen und habe gesagt, hey, erkenn mal die Handschrift. Und dann kam da raus, hallo Stefan, das ist ein Test meiner Handschriftenerkennung. Nur damit du mal den, achso, Entschuldigung, das kam da raus. Handschrifterkennung. Eindruck bekommst, wie Gerd des Foto nickt. Schreibe auch einmal Zahlen auf und so weiter. Also ein paar Fehler sind noch drin, aber ganz schlecht ist es auch nicht. Und wenn ich das Ergebnis nehme und hau das durch ChatGPT und sage, hey, ich habe einen Text, der kam aus einer Handschrifterkennung, kannst du die inhaltlichen Fehler bitte korrigieren, dann kommt 100% richtiges Ergebnis raus. Wenn er die also Zahlen auch, nicht erkennt und du nicht die Handynummer haben willst, ne? Ja, aber also allein die Automation sozusagen, ja, zu sagen, hey, ich nehme erst eine KI, dann noch eine zweite KI und dann habe ich zack, ja, ein cooles Ergebnis. Ja, also nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, ihr habt ein Formular für Pflegehilfsmittelbestellungen, da hakt ihr Artikel an, die der Kunde gerne haben will. Da steht der Patientenname und so weiter drauf. Dann könnte ich eben sagen, hey, welche Artikel sind angekreuzt? Liste mir die und dann nochmal im zweiten Prompt, wie war der Patient und so weiter. Und ja, dann habe ich halt so ein Dokument interpretiert. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich dann hingehe, mich ins Abrechenzentrum einwähle, in die Pflegehilfsmittelanträge und dann lasse ich den ganzen Antrag von Emma ausfüllen. Ja. Zum Beispiel. Also ne, solche Szenarien
Wären ja vielleicht auch denkbar. Also da ist halt einfach durch die Ergänzung noch mit generierender KI sind einfach Möglichkeiten der Interpretation und Datenaufbereitung extrem krass gegeben. Ja, absolut Ja, verständlich. also vielleicht reißt das Thema so ein bisschen an, dass man eine Ja, Vorstellung ich kriegt. glaube, klar, da kannst du theoretisch könnte man da jetzt nochmal Da fast kannst du anderthalb einen eigenen Stunden drüber Slot draus sprechen. bauen, ja. Da bin ich gerade schon am Überlegen, stelle ich noch eine Frage, aber ich glaube, ich lese lieber die Frage vor, die noch kam. Das ist nochmal eine Verständnisfrage, wo man halt auch schon merkt, es rattert in den Köpfen, aber es braucht wahrscheinlich auch noch ein bisschen Zeit, bis die Zahnräder im Gehirn dann alle irgendwie so hundertprozentig auch zusammengerattert sind, weil es halt, ja, ich sag mal, irgendwo dann so cool und so mächtig ist. Kann Emma Prozesse mischen und anpassen, zum Beispiel den Output eines Prozesses als Input für einen anderen Prozess verwenden? Das war jetzt die Nennt kurze, sich das war die kurze Antwort, ja. Prozessverschachtelung. Also man kann bei immer Prozesse verschachteln und sagen, okay, Inhalte aus dem einen Prozess übergebe ich als Variablen. Das ist dann wieder so ein bisschen techy, ne? Aber Ja. als Variablen an den anderen Prozess, der kann mit den Inhalten dann weiterarbeiten und von dem kriege ich vielleicht sogar auch Ergebnisse zurück. Und dann mache ich wieder weiter. Also da kann man ganz wilde Konstrukte bauen, ja, Genau, total. ein Prozess kann sein, nimm das, was Emma aus dem einen Prozess, schieb es in den Prozess ChatGPT, lass das durchrattern, nimm dir das Ergebnis, zieh es in den nächsten Prozess bei Emma, mach daraus dieses. Dann Ja, also da schieb ist. es wieder zu Azure AI rüber und jage es nochmal durch irgendwas. Und also das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist ja im Grunde genommen genau die Frage, dass du verschiedenste Prozesse irgendwie aneinander reißt und am Ende des Tages hast du ein Ja, Raumschiff man kriegt gebaut. damit einfach eine extreme Automation hin, ne? Und auch eine extrem gute Vorbereitung. Also man kann sich viele Dinge extrem gut vor- und aufbereiten lassen. Ja, das wird das nächste halbe Jahr und Jahr bringen. Ich bin sehr gespannt, was wir da alles auf die Beine gestellt kriegen, auch an Beispielen. Ich freue mich da sehr drauf. Man merkt auch, glaube ich, dass ich da Spaß dran habe. Aber also mich begeistert die Kombination aus beidem. Ja, ich finde es mega spannend, tatsächlich auch. Und ich hoffe, die Teilnehmerinnen fanden es auch alle spannend. Natürlich muss man immer für sich überlegen, wie nutze ich es dann in der eigenen Praxis, wenn man jetzt auch nicht unbedingt so ein Techie ist und sich da Dinge gerne überlegt und ja, ausbauen möchte, selber aufbauen möchte. Aber da unterstützt ihr ja auch. Also ich finde das Thema wirklich riesig. Wobei jetzt kommt, glaube ich, gerade noch, nee, ich dachte, es wäre noch irgendwas gekommen. Bei mir hatte noch mal das Fragenfeld gezuckt. Ansonsten würde ich jetzt tatsächlich so mit Blick auf die Uhr und wo ich weiß, dass du auch weiter willst und weiter musst, Absolut. sagen, wer jetzt noch eine ganz dringende Frage irgendwie in den Händen hat und in den Chat reinschreiben möchte, sollte das tun, weil andernfalls würde ich mich bei dir für die Zeit bedanken, dass du uns das Thema näher gebracht hast. Kann allen eigentlich nur noch mal ans Herz legen, ich weiß nicht, in welcher Halle, an welchem Stand steht ihr, weißt du das auswendig? Nee, okay, also bei Also Halle weiß ich Apotheken. nicht, aber der Stand ist Apotune and Friends. Ah, ja, okay, Der ab ist kommt auch klar. nicht zu übersehen. Das wird man ganz gut Ja. mitbekommen, ja. Da mit Sicherheit kann man sich dann nochmal ein bisschen tiefer auch das Thema halt anschauen. Also von daher ganz, ganz vielen Dank. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Wer früher, wobei der wird es nicht gesehen haben, bis hier eine Aufzeichnung gibt es, weil das hattest du mir zugesichert, dürfen wir aufzeichnen, was wir jetzt hier gezeigt haben und entsprechend auch live stellen. Das wird spätestens morgen früh auch live sein für all diejenigen, die sich das vielleicht auch nochmal anschauen möchten. Und wie kann man bei euch einen Termin, vielleicht das noch einen Termin am Stand machen, abschließend? Ist das sinnvoller? Habt ihr da irgendwie was oder wie funktioniert das? Ich hätte gesagt, kommt vorbei. Wir Okay. sind relativ gut besetzt. Wir haben 12 Präsentationsplätze und ich glaube, wir können da ganz Ist ja gut umso was fairer machen. und umso feiner. Nur nicht, dass es nachher heißt, ja, sorry, hättet ihr mal einen Termin gemacht, dann hätten wir Zeit für euch gehabt. Also, Alles, ihr habt was wir gehört. nicht schaffen, machen wir nach der Messe per Online-Termin dann Perfekt. sozusagen. Und Ihr dann macht gucken ja wir auch mal. regelmäßig Webinare zu dem Thema, habe ich schon auf Facebook Ja. gesehen. Also eigentlich gibt es genügend Möglichkeiten, glaube ich, sich nochmal auch intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Von daher, Fragen kommen nicht mehr. Vielen, vielen Dank kommt. Also großes Dankeschön an dich, Marius. Hab Ja, einen gerne, danke schönen Abend und noch alles Gute noch. außerhalb und innerhalb des Hotels, wo du dich rumtreibst und allen anderen schönen Abend auch zu Hause hoffentlich dann ein bisschen gemütlich und bis ganz bald wieder. Danke, Bis ciao. zusammen. Tschö.
Das endet jetzt hier sehr abrupt. Nicht wundern. Also wir fliegen dann jetzt alle raus, wenn ich hier das ganze Thema beende. Tschüss zusammen.